Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum LS15 auf der Angriff 2.2 mit Randy und Freezy. Hallo. So, wir werden hier mal ganz kurz was erledigen. Wir haben nämlich eine kleine Neuerung mit drin und zwar haben wir das JCB DLC, also jetzt das direkte DLC von Giants, mal mit aktiviert, werden den hier verkaufen aufgrund der überragenden Motorgeräusche und werden uns den originalen JCB holen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. So, okay. Ups. Dann einmal das verkaufen, einmal das verkaufen. Gibt ein kleines Problem, man kann diese Gabel nicht mehr verkaufen, ne? Welche Gabel? Oder warte mal, diese. Naja, diese Palettengabel. Mal, ich guck mal, ob ich die Einfach auf über. die Verkaufsfläche drauf, fertig. Nee, geht ja eben nicht. Ja. Kann ich die im Shop verkaufen? Oder? 4 Stück kaufen mach. Kauft da irgendeine. Mal alle verkauft. Ja. Gut, so und jetzt der Traktor. Den JCB aus dem DLC. Wir hatten den 230 PS. Der einzigste Nachteil ist natürlich. Achso, wir brauchen Geld. In der Tat. Wir könnten oben ein bisschen Silage Weil verkaufen, wenn du was wir machen brauchst. da. Nee, weil wir machen jetzt erstmal. Wir wollen ja erstmal den Traktor noch austauschen. Also wir bräuchten jetzt erstmal. Dann hätten wir den Traktor getauscht und wären auf denselben Stand wie vorher. Ne, logisch, einleuchten. Also einfach nur verkaufen. Also nicht einfach nur verkaufen, einfach nur tauschen. 88.000. Achso, hat. Ja, warte mal. Wenn ich den jetzt kaufe, müssen wir bei 49.000 sein oder so. 50, ja. Passt. Gut, schön. Gut, der auch so beschissen klingt. Nö, ist ja original. Ah, der klingt ganz anders. Naja, doch ein bisschen besser klingt er schon. Also er klingt schon auf jeden Fall besser. Gut, ich stelle den unten an den Ladeplatz und dann wollten wir häckseln, ne? Bin schon dabei. Ja. Faktor. Ach so. Jo. Tu mal her den Anhänger hier. So. Wie viel Liter Ups. passt in den neuen Anhänger rein? 45 km, glaube ich. So was in der Dreher, ja. Müsste ähnlich groß wie der Ladewagen sein, nur dass der halt alles laden kann. Das ist halt das Schöne, ne? Der Ladewagen kann ja zum Beispiel keine Silage laden und zum Verkauf von Silage ist der natürlich Ja, klar. sehr geeignet. Deswegen wäre ich dann auch mit dem gleich hochkommen und dass wir vielleicht oben die Silage dann auch gleich erstmal verkaufen, die schon fertig ist, ne? Jo. Und wir müssen die anderen noch verdichten. Dass wir abdecken können, weil der auch 300.000 sind. Waren jetzt noch irgendwelche Felder? Wir haben das eh im Maisfeld noch und Die hinten, glaube 47 ich, ist bei auch der noch. Tankstelle war noch eins. Ah. So, was machst du für sie? Ich bringe gerade Häckselgut nach oben. Ach so. Ach stimmt, der war ja voll, ne? Jo. Haben wir jetzt die Breitreifen drauf? Nee, glaube nicht, ne?
Na doch, die Schilder sind da draußen. Oben das Silo ist zu 99% voll. Oh, lol. Verdichten, okay. Zumachen oder wollen wir den 1% da noch reinklauen? Ja, warte, ich komme gleich hoch. Wir müssen ja komplett verdichten. Es ist mit Sicherheit nicht verdichtet. Geht das rein? Ja. Gut. Welches Feld ist das? Das war gleich drüben. Also wenn du jetzt hier weiterfährst, ne? Oder das andere Feld, da links, was war denn das für eins? 3? Ah ne, 4. Ach so, die 4, ja. Muss ich doch mal was probieren hier. Nice. Das ist natürlich nicht schlecht. Verdammt. Das hat aber hier unser Glas zu tun, ey. Aber soll ja auch. So, gut. Und du willst dann erstmal Hof oder wie? Wie sie? Hof wäre doch geil, oder? Ich weiß nicht, wenn was anderes wichtiger ist. Ich weiß nicht, Kartoffelernte brauchen wir ja jetzt, oder? Ach so. Ja, aber da können wir uns eh nur den einfachen leisten, weil. Ach so, da könnten wir eigentlich das Holmer DLC nehmen, ne? Die Maschinen sind aber auch teuer, diese. 400, da war der Kartoffelernte drin? Da waren, glaube ich, für Kartoffeln und für Rüben oder nur Rüben? Na, mal gucken. Ich habe gerade irgendwo noch die Hülle gehabt. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Beinhaltet bla bla bla. Das sieht noch. Nö, dürfte Kartoffel sein. Ich glaube, das hören wir dir. Sie habe ich jetzt nicht installiert. Ist ja, okay. Hast du es gar nicht aktiviert oder was? Ich glaube nicht. Hat ja noch eine clean Version drauf. So, ohne die CD rumsuchen. Ohne sämtlichen DLCs und so weiter. Ich hab jetzt erstmal das JCB, also das Golded On installiert quasi. Wo das JCB, also das, ich habe ja dieses zweite offizielle Add-on, wo alle DLCs drin sind. Ja. So, und da habe ich jetzt erstmal das JCB. Aber ich glaube, das Holmer und so kannst du extra, weiß ich jetzt nicht genau. Dann noch das einen New Holland. Ach nee, IT Runner. New Holland. Es gab das Golded Add-on. Und dann gab es noch das offizielle Dünsle. Hast du jetzt da unten noch einen Hänger, Randy? Ne, Tino hat hier zwei. Ob das alles passt, weiß ich nicht, aber glaube ich niemals. Also oben habe ich jetzt zu 100% verdichtet, 4000 Liter würden noch reinpassen, dann wäre 100% voll. Soll ich zudecken, oder? Ja. Jo, ist Gerd. Und sonst, wie war euer Tag bis jetzt so? Langweilig. Langweilig. Ja. Ja, hat ja heute Morgen noch aufgenommen, ne? Ja. Nee? Nee. Kleiner Tipp, holt euch einfach nicht Windows 10. Holt euch einfach nicht. Stopp. Stopp.
Ja, leider hat das nicht funktioniert bei einem Aufnahmepartner. Ja, ich hab's bei Twitter gelesen, ich weiß bei wem. Also, was war denn da vom Post? Vom Großen, sag ich mal. Hat sich ja, irgendwas, aber was hat er gepostet? Irgendwas hat er sich beschwert, weil das pink aussieht oder sowas. Ach so, hm. Auf jeden Fall ging aufnehmen heute früh nicht. Und ich habe gerade die voll überkrassen Weintrauben bekommen. Ist das geil. Haben wir noch irgendwann Hänger frei? Hast du eine Kurzfrist jetzt ja erlöben, ne? War mit dem Ladewagen gerade auch wieder runter. Passt schon. Mach ich die Felder schon wieder ready. Fängt an Kartoffeln bitte. Hat denn einer von euch Windows 10 drauf? Nee, Gott sei Dank nicht. Bin seit 3-4 Tagen am überlegen, ob ich es mir holen soll, aber... Jetzt kostet es ja mittlerweile. Kostet ja mal das. Geld. Ja, nee, Kinguin hat mir da einen Key gegeben. Ich weiß nicht, ob ich ihn drauf machen soll. Ach so. Naja, hört sich. Klicke halt auch durch deinen Rechner, wenn das den drauf. Ja, ist ja nicht zufrieden. Also ich kenne einige, die haben es drauf, die haben es wieder runter. Ja, eben. Ich kenne aber auch einige, die arbeiten halt damit, also, Im Forum und so liest man noch nichts Gutes darum. Ne. Wegen. Klick hat beispielsweise das Problem, dass Mozilla mal abstürzt. Okay. Oder dass Mozilla einfach nicht die Webseite lädt und alles. Oh, so ein Scheiß. Gut, Mozilla benutze ich nicht. Ich auch nicht. Ich hab Chrome. Ja. Den hab ich auch. Ich bin schwedisch. Für linken Bildschirm Mozilla und für rechts Chrome. In den läuft noch YouTube und den anderen mein ganz anderer Schutz. Was mach ich denn hier? Das heißt natürlich, wir haben jetzt ein Problem, weil wir können die Anhänger oben nicht abkippen. Ja, wir müssen ins große Reihe rein. Oder wir machen das eine ganz schnell leer, dann können wir da wieder reinkippen. Man merkt gerade nicht so wirklich einen Anhänger, um das leer zu machen. Ach, ja. Eigentlich ist es lustig. Naja, wenn nicht, schmeiße ich es ins große. Oh, die Weintrauben sind so süß. Ja, und da konnten wir leider heute früh nicht aufnehmen. Und saßen, haben halt 2 Stunden gewartet. Aber das Problem ging leider nicht zu fixen. Wo ist denn überhaupt das Maisfeld? Ich bin schon dran vorbeigefahren. F4. Hier. Kennt ihr noch ein cooles Rennspiel? Nein. Jetzt, was ich jetzt noch kenne, war das Need for Speed, was so lala war. Und wir das letzte Mal im Rennspiel gehabt. Das war doch damals noch Quid und Quid Autosport oder Motorsport, ne? Ich überlege ernsthaft. Wie hieß das hier, dieses, was noch in der Early Access war oder in der Alpha? Ah, dieses Thrive BG oder was? Also hieß das jetzt irgendwie neu. Das war halt das mit diesen übelsten physikalischen Dinger da. Wreckfest irgendwie, Crash irgendwas, Wreckfest, keine Ahnung. Das ist Thrive BG, haben die Club irgendwie umbenannt oder hieß früher mal so, whatever. Überleg, ob ich mir das hole. Weißt du, welches Autorennspiel ich immer geil fand? Gran Turismo. Mit Lizenzen Gran machen Turismo, und sowas. Bei Gran Turismo fand ich es so geil, dass du so übelst viele Sachen machen konntest. Ja.
Also so übelst viele Trophys fahren und dich so ganz langsam hocharbeiten. Aber irgendwann hat's halt dann auch die krassen Kannen, ne? Ja. Und dann kam halt nur noch diese Sackgang-Aufgaben, wie zum Beispiel 24-Stunden-Rennen, was halt wirklich 24 Stunden ging, ne? Das war, glaube ich, das härteste überhaupt. Aber hey, ich hab's gemacht. 24 Stunden durchgezogen. Nee, du konntest, das war ja bei Gran Turismo 5 dann so. Du konntest dann irgendwie dein Team so einstellen und der Fahrer ist ja selber gefahren. Du musstest nur einstellen, so und so viele Runden, Reifen wechseln, tanken, ach so, bla bla bla. Und ich habe das komplett eingestellt über die Nacht und es hat auch geklappt. Okay. Und hab dann quasi einfach nur die Blazy laufen lassen. Gibt's hier einen Trick, um hier abkippen zu können? Ach so, bestimmt. Ganz hinten. Wie war denn das hier? Wie war denn das hier, das Silo abdecken und aufdecken? Muss mal oben gucken. Also hier oben die Anzeige, da steht das. Geht nicht. Na egal. Leute, wir sind sowieso erstmal durch. Dann in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, bis dahin, lasst das Däumchen da, schaut bei den anderen vorbei. Tschüss. Tschüss.